Hallo zusammen, ich bin Mike Givens von MRG Studio. Heute zeige ich euch, wie ihr den Gesundheitszustand der Festplatte eures iPod Classic mit Hilfe des Diagnosemodus überprüfen könnt. Zuerst nehmt ihr euren iPod Classic und legt euren rechten Daumen auf die mittlere Auswahltaste und euren linken Daumen auf die obere Menütaste. Drückt beide Tasten etwa 6 Sekunden lang, bis euer iPod neu startet. Sobald der iPod neu startet, bewegt euren linken Daumen zum Zurückspulknopf auf der linken Seite und haltet diesen zusammen mit der Auswahltaste weitere 6 Sekunden lang gedrückt. Euer iPod sollte nun in den Diagnosemodus wechseln. Drückt die Menütaste, um den manuellen Test zu starten. Wählt I/O, dann Hard Drive und schließlich HDS Smart Data, um die Festplattenstatistiken anzuzeigen. In diesem Bereich seht ihr die Gesundheitsinformationen der Festplatte. Achtet besonders auf den Realox-Wert. Meiner Erfahrung nach bedeutet ein Wert über 10, dass die Festplatte bald ausfallen wird und ausgetauscht werden sollte. Um den Diagnosemodus zu verlassen, haltet die Menütaste und die mittlere Auswahltaste gedrückt, bis das Apple-Logo auf dem Bildschirm erscheint. So könnt ihr also den Gesundheitszustand der Festplatte eures iPod Classic überprüfen. Wenn euch dieses Video geholfen hat, gebt einen Daumen hoch und abonniert MRG Studio für mehr iPod-Tipps. Bis zum nächsten Mal!